Was? Hast du wieder vergessen auf Aufnahme zu tun? Nee, aber ich wusste ja nicht, ob ihr noch irgendwie, ne? Was noch mal schnacken wollt. Ich will ja nichts Privates mit aufnehmen. Das verstehen die Leute schon. Dann Ubu. So. Naja. Mal schauen. Drück mir auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht gut geht. Alter. Übelst die Luftverdrängung. Ich würde gerade sagen, habe ich irgendwo das Fenster offen, kriege so einen riesen Windschub ab, dass mein Kater neben mir hochgesprungen. Er ist ein bisschen was dicker, also er hat schon eine gewisse Luftverdrängung. Tore, wenn du die Videos übrigens sehen willst, ich poste die auch im Discord. War Hans da. Die kann man nicht mehr aufschlagen. Nee, schade, ich glaube, ich probiere regelmäßig die aufzuschlagen. Ich wundere mich jedes Mal, dass es nicht funktioniert. Also die Packs hat auch echt ein paar schicke Skins, ne? Da war dezent eine Fliegenolle, die ich nicht gesehen habe. Stimmt, ich habe ja wieder mein Fallen-Setup dabei. Kennt ihr euch zufällig mit Dachzelten aus für PKWs? Dachzelten? Nee. Ein sehr spezielles Thema. Mit Jessica und Kevin. Also so zum drauf pennen dann richtig, oder wie? Ja, genau. Wir wollten uns halt ein Dachzelt zulegen. Okay. Würde bei meinem, glaube ich, nicht funktionieren. Da würde das Dach einbrechen, wenn sich da zwei Leute drauflegen. Was hast du für ein? Hyundai i30. Die war noch gar nicht so klein, oder? Nee, aber weiß ja nicht, keine Ahnung, wenn du mal rechnest, keine Ahnung, vielleicht 80, 90 Kilo pro Person. Ich würde es nochmal eben schnell in den Turm. Bin mir da nicht so sicher, ob das, das zwei Personen aushalten würde. Ach doch, die Dächer müssen ja so konstruiert sein, dass auch wenn sich das Auto überschlägt, die nicht einknicken. Oh, hat sich gelohnt, hier war eine Frack. Oh. Ich hab einen alten Fabia, wir wollten einen Roadtrip machen im Sommer, meine Freundin und ich. Hat er dann halt Dachzelt oben drauf. Gepäck in den Kofferraum. Los geht's. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn 2000 Euro Werkstattreparatur zur Verfügung hätte. Chemischer Wasser-Tentakel hier. Wurde getentakelt. Achtung, Notausgang. Wurde tentakelt. Hey, jetzt hab ich kurz überlegen müssen. Typ Rheinland. Typ Rheinland. Was? Gab's noch ein neues Update? Sehr gut. Ja, das fährt da. Das ist so ein wenig bösartig. Oh, da sind welche rechts von uns. Ja, sehe sie. Aber ganz hinter weit dem entfernt. Himmel. So, ja, so weit spannend. Entfernt war das nicht. Also. Die sind im Wasser da, ne? Ja. Oh. Jetzt ist vorgeschlagen, wir gehen in Fuckboy Forest. Und nehmen die Bounty in die Mangel. Ja, hab einen getroffen. Er hat eine schöne Nackenschelle kassiert. Ich hab nichts auf die Range. Hat wohl ein schöner Long-Range-Treffer. Das war leider nicht gekillt, aber. Wie denn auch, du hast einen Winnie. Nein, Headshot hätte trotzdem gereicht. Nee, auf die Entfernung glaube ich nicht. Das sind hier so die Dachköter, nicht mit Commander. Hier ist noch ein Werkzeugkasten, falls ihr braucht. Oh, den brauche ich. Gerade hier, wenn sie brauchen. Hier irgendwo eine Heiltasche vielleicht? Nee, ne? Nee. Ich würde eigentlich gerne. Dann heil dich selbst und nimm den Werkzeugkasten. Ja, klingt, als wären die echt überall verteilt. Mhm.
Ich spiel mal Darkwing Duck, 2-1 Risiko. 2-1 Risiko. Ja, scheibe ich mal noch nicht. Warte mal, dass ich hier noch. Also, die sind alle auf der anderen Seite, ne? Ja, deshalb können wir hier schön hochgehen. Wir zecken uns hier jetzt in einem Haus fest und dann gucken wir mal, was passiert. Da ist Gift. Kleines Heal Package wäre nice. Hier ist nochmal Loot. Hier ist hier. Und hier ist eine Kasse. Klasse. Nee, also. Okay, wir sind direkt unter uns. Interessant. Oh, das ist ein Team. Also ein Team ist im Südosten im großen Gebäude. Wo ein Team im Norden war, aber im Land war. So, wir haben jetzt also tatsächlich überall Leute. Nett. Holy crap. Das war vom Hauptcompound aus. Von der Schiebetür unten. Ja. Von der Schiebetür! Vorsicht. Zombie erwischt. Hinten am Baum war einer. Aber von dort schießen sie rein. Piekt ja wieder.
Da stellt auch wieder irgendwer Fall. Nö, gar nicht. So, da komme ich doch mal vorbei und guck mir die mal an. Sonst gibt es da gleich großes Konfliktpotenzial. Ja, yeah, da sind also die Fall. Weck sie mir ein. Unten noch irgendwo? Barrikadieren wir mal die Tür hier. Die beiden kommen ran. Die Bounty. Die Bounty ist verteilt. Einer ist noch drüben im roten Haus, einer da vorne und der dritte könnte irgendwo im Norden sein. Wie soll man lieber darüber zu dem Bounty gehen, nicht zu uns? Baut ihr auch gleich ab. Einer auf Metall. 75. Wird er oben auf der Zwischenebene sein. Ich hoffe, der kennt nicht den guten... Ah, nee, kann er nicht machen. Du kannst ja, wenn du ganz hinten aufs Dach kletterst, kannst du komplett rüberlaufen. Aber dann nimmt ihm die Bounty aufs Korn. Weil du da halt sonst mega offen bist, ne? Wird der Matsch hier unten wieder? Kommt wieder näher? Keine Ahnung, was die hier machen wollen. Der andere ist auch raus aus dem roten Haus. Hat gedroppt. Aber auch gerade wieder leider geklettert. Eine Bounty ist hier vorne.
Hat einen Hit, der Arsch. So, nur eine Bounty, ne? Die andere ist ein bisschen weiter links. Hat Hit? Oh, hab nicht gekriegt. Zeig dich doch da irgendwo, Mann. Das eine Bounty ist schon ganz schön weit weg. Ja, aber nur das eine. Eine ist noch im roten Haus. Da sneakt auch noch jemand. Sind auch noch nicht viele gestorben, ne? Nö. Nee, einen habe ich, glaube ich, nur wirklich mit erlebt. Kann es sein, dass beide Bounties dann Richtung Süden abhauen? Nee, die eine ist noch im Hauptcompound und die andere ist hier vorne irgendwo. Ich halt ein bisschen auf, was der da hinten die ganze Zeit schießt. Hier drüben ist auf jeden Fall noch einer drin. Die anderen fighten irgendwo da hinten. Schritte im Wasser. Hinten? Ja. Oh,
Sei froh, ich hab dir gerade den Arsch gerettet, ne? Nee, nee, ich hatte nimm eben. Du wurdest gerade von links beschossen. Ach so. Oh. Konstantina? Zwei von den Dingern. Einen damit und gut. Oh, jetzt. Beide Bounties sind relativ nah beieinander. Ich weiß. Oh, hier ist wieder Stacheldraht. Die krieg ich nicht mehr. Schubs, hier unten ist einer Richtung Westen gelaufen. Hab ihn. Schön. Ja, schon wieder ein Hit. Oh, der steht so schnell nicht mehr auf. Oh, einer hinten im blauen Haus. Aimt auf mich hier unten. Im blauen Haus? Ja, das ist ein Stück weiter hinten. Jetzt komplett die Bounty. So, der White Shirt hier, der Zombie, hat wieder einen Hit. Ja. Ja, dass der schon Hits gefressen hat von uns. Weißt du was? So, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Haben wir außer den beiden Bounties noch wen? Ja, hinten im Hauptgebäude noch. Also du meinst das im Osten? Einer hockt da gerade irgendwo. Himmel, ganz da hinten rennt wer im Busch rum. Komm, lass ich da nochmal blicken. Bla!
150 Meter, gibt er mir Insta mit der Uzi einen Headshot. Holy crap! Holy crap! Heilige Scheiße! Ich hab keine Money mehr für die Packs. Noch Heilung rum? Nee, noch nicht. Scheiße. Das Gebäude ist halt kacke. Ne? Irgendwie mal. Müssen wir vielleicht mal raus verlagert irgendwie. Um einer muss hierher kommen. Die können keine Vision mehr haben. Was macht denn dieses Scheiß-Team, was da draußen rumläuft und mich gekillt hat? Nix. Ah, oh, ich hab's nicht gehört. Wir hatten doch noch Vision. Jetzt hat das andere Team komplett gezirkelt. Da ist eine Falle. Da kann er nicht rein. Och, echt jetzt? Ich versuche mich mit Dekro aufzuheben. Ja, Problem ist, ich weiß halt nicht, ob da noch einer ist, ne? Versuch's mal. Aber. Ja, mehr sterben kann ich nicht. Ich brenne eh und danach nicht mehr. Great. Ich bin leider zu verwirrt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Einer war schon tot, auf jeden Fall. Kann ich dich hier oben holen oder nicht? Er steht direkt am Fenster. Da ist nicht, unten lebt noch einer. Ich hab halt bloß noch einen Schuss. Und? Ja, könnt ihr einen Choke zu mir werfen? Zum Pima da. Yes. Ich hab leider nicht mehr. Danke.
Das war der eine vorne. Das heißt, zwei hinter euch jetzt. Ach, shit. Der ist nicht gesehen. Rechts pushen auf welche. Nee, rechts hinter dir. Heb René auf. Nee, ich bin tot. Geht nicht. Geht nicht mehr. Ach so. Einer kommt von oben. Und da ist er links. Links, 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 links. Nein, im Haus. Weißes Haus. Links in der Ecke. Da. Ja. Nee. Soll da einer gewesen sein? Da war einer. Der hockte da sogar. Und einer ist unter dir jetzt. Der eine gehört zu denen. Die wollen den nur freisprengen. Der eine kommt hochgesneakt jetzt. Ist schon oben. Hm. Ich wüsste, wo deine. Im Weißen Haus. Nee, genau. Oder hier auf der Rampe. Da, wo das Blech ist, das rote. Da hatte ich den festgepinnt mit Stacheldraht. Der hat dich, glaube ich, gesehen. Der Hurensohn. Schiebetür vorn. Arm Vision benutzt. Die wissen, dass du in der Ecke bist. Der Call. Da ist das andere. Schlagring. Drop den ab. Ah, scheiße. Das ist eine Chaosrunde, ey. Und da sitzt immer noch ein Team außen und zu, ne? Alter. Das war schon echt, bisschen eklig. Nee, es sind nur noch drei. Echt? Sporty Team. Achtung, Notausgang, TÜV und lecker Bierchen. Ja. Übelst die Belagerung. Wir haben da gerade noch auf die geschossen. Hm. Einer war mit dem Dynamitbündel hochgegangen. Ah, ist unglaublich, wie lange dieser Zombie-Verschnitter am Leben geblieben ist. Ne? Der hat so viel Kugeln laufend gefressen. Ja, der hat aber auch wahrscheinlich keine Heal-Packs mehr gehabt. Staune, dass sie den da so lange liegen lassen haben, da, den ich da mit Stacheldraht voll gepackt hatte. Wir müssen ja erstmal rankommen. Ich lag jetzt eine ganze Weile da. Das war wirklich eine Belagerungsrunde. Das war nicht mal das Bounty-Team, ey. Den einer Wiki gemacht habe. Nö, das war mir aber klar. So viele Shots getroffen und nur drei Kills. Ja. So, mach ich noch eine Runde, oder? Ja, eine mache ich. So, auch genau. Ja, dann hängen wir noch eine zweite Runde dran. Ne? Sehen wir uns gleich in Runde Nummer 2. Bis gleich. Bis gleich. Dann gucken wir mal. Oh, Assassin. Sind wir auch im Assassin-Gebiet? Ja. Ich habe sogar eine Giftbombe dabei. Oh, ich habe eine schöne Sprenglanze dabei. Ich habe explosiv Crossbow dabei. Peitschen schneiden. Das immer mal so ein bisschen beobachtet bei anderen YouTubern, die auch handzocken. Also sind teilweise Leute dabei, die reporten gefühlt jedes Match Leute dafür, dass sie gut waren. Ja, es gibt auch kranke Leute.
Ah, der hat erst 100.000 Kopfgeld und eine viel zu hohe KD. Der hat neu angefangen, ist doch nicht verboten. Komisch. Keine, klar, man selber ärgert sich auch immer ein bisschen, ne? Wenn einen so jemand dann killt, ganz ehrlich, dann ist das eben so. Na, scheiß drauf. Watch it. Pass. Kann mir helfen? Ist da oben auch eine? Das ist nicht dir ernst. Alter. Die Hive, dein Feind und Nicht-Freund. Oh, haben wir hier irgendwo ein Heal-Kit liegen? Ich suche auch schon. War ja mal richtig nervig. Oben machen. Ist nix. Ah, unten war auch nicht. War wieder klar. Geizige Bande hier wieder. Ich glaube, in dem Haus, wo der hinten drin war, war, glaube ich, ein Healpack. Das Gebäude da. Ach, Gott sei Dank nicht bei mir. Gott sei Dank nicht bei mir. Ist doch nicht, ey. Junge, hier kein einziger Heatpack oder was? Ja, ehrlich, was ist denn hier los, ey? Wie ist das, wenn man die sucht, dann findet man sie nicht. Ja. Wenn du keine brauchst, findest du sie ohne Ende. Kloppen immer erst auf, wenn du sie nicht mehr brauchst. Alles geplant. Anti-Spieler-Mechanik. Hast du einen Turm geschaut da bei dir? Nee, ich dachte, ich hätte was gehört, deswegen war ich gerade ein bisschen vorsichtiger. Ja, ist gut. Hier ist ein Heatpack. Halt gleich aufstatzen. Eins, eins, eins. Och, es tut mir aber leid, es ist leer. Niemals. Muss ich dich leider töten und dich looten. Hier wäre auch noch eins. Ich kletter lieber runter, kein Bock, Leben zu verlieren. Ich hab schon wieder eine Half. Weg mit ihr. Nein! Gib mein Messer wieder! Achso, Messer. Das ist nicht unter dem scheiß Gaul. Ist die Karte geglitscht, sagst du? Nee. Ich bin wieder dran gewöhnt, dass ich keinen Nahkampfwaffe habe wegen der Lanze hier. Ganz normales Gebüsch verhalten. Ja, schmale Geräusche. Naja, in manchen Großstädten ist das wahrscheinlich normales Gebüsch verhalten. Mhm. Und jetzt der Park, oh, da werden wir schon zu uns kommen wahrscheinlich. Mhm.
Seven Sisters. Na denn? Das ist ganz weit im Norden. Stanley wahrscheinlich. Ob er irgendwas rumliegt. Nicht mal ein Geldpäckel oder so bisher gefunden. Hat das ja mal richtig cursed hier, ey. Ja, passiert. Hier ist Springfield Compact. Könnte eine Satteltasche für euch dran sein. Ich meine, der Ping war so laut bei mir, Alter, dass ich mich gerade zusammengezogen habe. Kennt ihr das so, wenn es so ganz spontan kommt? Hm. Ah, da sind schon Leute auf jeden Fall. Richtig tief drin, ja. Du bist. Eine Sparks hängt da schon rum. Und Fanning bei Stanley. Noch mal uneingeladen zu fahren. Was soll ich machen? Ich finde, das ist schon eine Einladung. Ja. Oh, da hockt jemand. Ja, da mache ich jetzt mit meinen kurzen. Einer tot. Na gut. Einer Hit. Ist das nicht schon um? Da ein Haus. Da ist auch einer drin, ne? Ja. Alter, den habe ich aber echt hops genommen aus der Entfernung. Aber wer stehen bleibt, stirbt, ne? Gut, die sind, glaube ich, im Push, ne? Na gut. Headshot, tot. Wow, hier links. Oh, links. Links. Hab ihn gehittet. Heb mich wieder auf. Oh, die geht nicht durch, Alter. Links ist immer noch da. Oben im Fenster sitzt auch noch. Pass auf, oben. Warte, ich schieße ihn gleich. Ah, genau in eine verkehrte Richtung gerannt. Gibt's doch nicht. Hör auf, Sachen nach mir zu werfen. Hit. Ich hab kein Neko. Ich hab auf jeden Fall unten. Ja, ich bin hier gerade sehr gefährliche Position. Die anderen kommen, glaube ich, auch gerade. Oh,
Büro, die pushen die anderen. Boah, hört doch auf mich zu schießen, ihr Idioten! Ich helf euch und die schießen auf mich! Haben wir überhaupt viel zu werfen, die Dudes, ey? Selbst schuld. Pushen. Trade. Da an der Hütte ist noch irgendwo einer. Der eine will den anderen gerade retzen. Bevor der da ist, gerade einer lang gerannt. Ah, shit. Hab ihn zwar gehittet, aber er ist nicht gestorben leider. Oh, hinter mir ist irgendwo jemand gestorben. Hast du gerade ein Vieh getötet? Nein. Weil auch leider keine Nekro. Kannst du mich decken, Nino? Dann hole ich ihn gerade. Bisschen, ja. Wenn du diesen Balkon dann checken kannst, dann ist gut. Ja. Gut, Headshot. Rechts ist einer, hier auf der Seite. Kann ich leider nicht einsehen. Auf ihn den Berg runter, ich gehe vor. Bounty kommt, wir müssen rotieren. Jo, wonach? Zu mir. Sind Leute an. Oben Hit, Dach. Hauptgebäude. Rotiere über links. Die kommt vom Weißen Haus. Einer hinten, Hit. Da läuft einer. Ich glaube, hier oben ist wieder einer drin. Oder? Hier kurz... läuft einer. Gegner hier links, pass auf, geh weg da, Renegade. Und Ping. War gerade irgendwas durchgeglitscht. Das könnte vielleicht einer von den letzten sein. Von dem anderen Team.
Da nichts wirklich für Range. Oh, Molly. Bounty wurde komplett übernommen, ne? Ja. Woody! Den Teil da hinten, ne? Ja. Da läuft auch eine über der Veranda. Der wird zum Boss. Noch einer. Dass wir weggehen, war das ein Explosive. Wir müssen da ran. Jo. Oben? Oben ist einer. Hat Hit, dürfte sterben. Ja. Schön. Versuch den Banish zu holen. Boss ist noch fast full life. Ah, okay. Vorsicht, ich hab Gift vorne hingeschmissen. Von hinten kommen welche, glaube ich. Passt du Treppe auf? Auf der anderen Seite, glaube ich. Boah, au. Wir haben jetzt voll live. Quadrate den einen hier, der hier liegt mal. Jetzt ist nein, darum ist denkt. Alle tot. Oh! Ja, alles clear. Nice. Na gut, dann kann ich meine Pfeile noch wieder abholen. Hier liegt der. Oh, war ein schöner Fight. Ich habe eigentlich nicht wirklich viel gemacht, aber... Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich mache. Ja. Max. Kann ich das nochmal bestellen? Okay. Ach, warte, das ist ein Solo, glaube ich, hier, ne? Könnte. Muss aber nicht. Besser liegt da. Nee, ist das nicht vom letzten Team? Einer? Okay, kann sein, aber ich weiß es nicht. Der war halt alleine nicht in den Layer drin gewesen. Hier drinnen liegt auch noch einer. Burnt out. Hm. Ich hab die Pfeile mal woanders hin, ne? Sonst da reinrennen. Oh!
Ich sag's gerade. Warst du noch gerade am Setzen? Die zweite, ja. Achso, ups. Ich hatte mir gerade von dem einen schon die Crown of King geschnappt da drin. Ich hab im Fernsehen nur Dodgeball gespielt, weil die ganze Granaten runtergeworfen haben vom Haus. Aber komm, meine Eröffnung war doch gut, oder? Ja klar, aber ich glaube, das war der falsche Push gewesen, wo wir hingegangen sind. Ne, wieso? Hat doch gut geklappt. Ich hatte aber gedacht, dass der Boss halt bis... Oh Gott. Dass der Boss ein bisschen weiter down ist. Ich habe auch gedacht, der wäre ziemlich schlau, weil der komplett durchgefändigt hat. Auch noch einer. Oh. Na? Der hier oben ist burnt out. Behalte ich die Crowning King? Hier liegt noch einer. Bett mit einer Puppe drauf, das ist ein bisschen gruselig. Das ist ein bisschen gruselig. War doch eine schöne Runde. Gute Fights gehabt. Warum steht da, ich habe keinen Platz frei, um den Hunter zu... Weil der dann schon fertig gelootet ist. Da waren ein paar bei, die schon durchgelootet waren. Achso, okay. Oh, hier ist ein Block drin. Leichtpilzig. Hab ich schon. Im Klohaus. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil die deutsche Übersetzung ist nicht anders, aber gut. Ja, Lightfoot. Lightfoot. Hast du das, Billy, hast du das Game auch auf Englisch, oder? Ich hab's jetzt auf Englisch, ja. Aber die deutsche Übersetzung für, dass der nicht lootbar ist, ist anders. Ich hab gedacht, ich hätte Items voll, weißt du? Deswegen kann ich nicht looten. Ja, das steht ja immer. Und dann zu wieder seinen Dienst-Titanen. Die wettern die definitiv auch. Ich geh nochmal eben schnell zum Wagen da vorne. Ich hab noch zwei Slots frei. Konnte man nicht irgendwie direkt nachladen im Crossbow, wenn man den Pfeil vor sich hat, der auf dem Boden liegt? Nee. Das ging nicht. Okay, vielleicht ist das ein anderes Spiel. Scheint ein Solo gewesen zu sein, ne? Beim anderen Bounty, oder? Nein, die Bounty war hier. Ihr habt die eine Bounty nur nicht aufgenommen. Es sollte vielleicht ja, auch einer zurückgehen eine und die Bounty ja, bei ihm aufnehmen. Lauf mal zurück. Oder du, ja. Ich hab eh grad noch Ausdauer-Spritze drinne. Unnot, hä? War ein langer Fight, ne? Da hat sich die Bounty gedacht, gucken wir mal, was wir da noch machen können. War nicht, dass hier irgendwo ekelhaft gefallen liegen. Das wird jetzt ein bisschen uncool. Billy, ich hab mir eine Clownen King mitgenommen. Clownen King? Ja, Clownen King. Aha. Kannst du mir mal die Waffe zeigen? Kannst du mir auf den Boden legen? Oh, ich bin getötet. Clownen King. Mal auf den Boden. Leg mal auf den Boden. Ich will was soll ich das denn? Ja, warte, wir laufen zu den Leiche. Ich muss mir den genau anschauen. Das ist die Crowning King, Alter. Ich nenne sie nur Clowning King. Ich wollte die nur abnehmen. Mensch. Ach so. Wei, wei, wei. Hättest du dir doch eine Sparks mitnehmen können oder so. Eine Sparks? Ja, ich hatte die oben im Compound gesehen. Und da waren die beiden halt draußen noch am Leben. Und ich dachte, oh, wenn die hier reinputzen, so schöne Clowning King in sich. Hey. Ich hab schon mal hier eine Farbe.
Wieder einer dieser Tage. Ich lasse keinen Tag aus, aber es ist mal so. Solange es nicht wie die eine russische Influencerin machst und dir da mit das Gesicht einmalst, ist alles fein. Wie Gesicht einmalen, das muss mir jetzt erklären. Ja, es gibt so eine richtig ekelige Telegram-Influencerin, die macht alles Mögliche, was irgendwie ekelhaft ist. Periodenblut ins Gesicht schmieren und durch die Gegend rennen und all so ein Kram. Ist Sachen, die sie auf der Straße findet. Boah. Vögel mit Obdachlosen. Hauptsache auffallen. Ja. Hat sich das Arschloch zupiercen lassen. Was geht denn scheißen, Alter? Ja, gute Frage. Das ist halt nur South Park. Naja, Pflichtklamotten gemacht. Hätte gern den anderen noch erwischt, aber hätte noch im richtigen Moment seinen Kopf runtergeduckt. Was war sein Glück? Wie hab ich denn überhaupt? Drei Stück nur. Ja. Aber alles drei Headshots, ne? So. Ja, ich war so, ja, soll ich wirklich mit dem Pistol auf der Range schießen? Ich glaube nicht. Und dann kommt von mir, Peng, Headshot! So, ich hab auch noch. So, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Bei Hand Showdown. Bis dann. Ciao, ciao.